Version. Wie lief's bis jetzt heute? Nicht so gut bis jetzt. Aber vielleicht kommt jetzt der große Turnaround, ja. Vielleicht kommt jetzt der große Turnaround, ja. Man weiß es nicht. Was sagst du zum Teemo-Buff? Was sage ich zum Teemo-Buff? Ich weiß nicht, was bei dem gebufft. Wir können uns mal nachher, wenn jemand die Patch Notes hat nach dem Game, dann können wir uns das, da können wir uns das durchschauen. Hab einen ziemlich miesen Tag heute. Ich glaube, ich bleib lieber bei Solokia. So. Perfekt. Nicht, dass sie, also damit sie sich jemand anderen suchen können. Und da wäre ich keine gute Gesellschaft sonst. So. Aber das ist jetzt unser Game. Wir haben einen guten Top-Laner. Der Kane, also das Kane-OTP ist in der Regel auch sehr gut, muss ich sagen. Was hältst du von der neuen Season und vom Leading Game Designer? Die Aussagen sind halt ein bisschen gewagt, ne? Aber an sich ist League ein gutes Spiel. Ich habe so das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr, also sie hätten irgendwas Größeres ändern müssen in meinen Augen in der neuen Season. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie irgendwie was Größeres hätten ändern sollen. Also, weil das Spiel ist halt, es ist extrem geil zum Zuschauen, aber ich habe so schon das Gefühl, dass das ein bisschen stale aktuell ist und dass relativ viele Leute irgendwie selber nicht mehr so wirklich spielen. So. Ich hätte mir halt sowas gewünscht, wie zum Beispiel, dass sie zum Beispiel den Top-Lanern mal entgegenkommen und mal wieder verändern, wo die Bot und die Top-Lane sind oder so. Und da vielleicht mal ein bisschen Stimmung mit reinbringen und vielleicht Lane-Swaps wieder möglich machen oder so ein bisschen Adaption, wisst ihr? Das hätte ich zum Beispiel gefühlt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hätte ich zum Beispiel gefühlt. So. Ja, und das hier schnell. Vielleicht den Drake an den Nash-Platz. Na, sowas hättest du zum Beispiel machen können, ja. Aber dann ist die Botlane halt einfach top. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr Bewegung mit drin gehabt. Ich weiß auch nicht, wer von denen wo ist. Das kann Graves Mitte sein, maybe? Let's try. Mach die doch mit dem Kack-Hextech-Dragon und den Portals. Nee, aber das. Das macht ja da keinen Unterschied. No? Oder übersehe ich da was? Wieso kein Ultimate Hunter aufwächst? Ich mag Ravenous Hunter einfach sehr gerne. Aber du kannst auch holy shit, mein gesamtes Team ist Challenger. Okay. Ich schieße mein gesamtes Team Challenger. Und sie haben ihre Champions bekommen. Und wir haben Yuumi. Können dieses Game. Das muss es sein. Das muss es doch sein, das Game. Wir haben Kane Yuumi. Und wir haben das beste Kane OTP EU West. Also wenn es das jetzt nicht wird, ne? Das ist der Chat des Elbler 94, ist glaube ich Core JJ, ne? Der hier. Das heißt, wir spielen sogar gegen einen Worlds-Spieler. Das heißt, der Counter geht auf 38. Wir sammeln die Worlds-Spieler wie die Fliegen, Leute. Das große Problem, das wir haben, ist das hier. Das ist actually auch ein Worlds-Spieler, ne? Zählt der als Worlds-Spieler? Der war Plains-Spieler bei Unicorns of Love. Der zählt auch, ne? 39. Ich glaube, der zählt auch. Der könnte 1v9 machen. Talon ist einfach sehr, 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 sehr broken. Talon ist sehr, 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 sehr broken aktuell. Also, jetzt. Setz uns mal strategisch an die Sache ran. Mal strecken. Aber wenn du jetzt verlierst, denk dran, dass du nicht hart reingetiltet hast. Und das ist eine große Leistung. Also, an dem heutigen Tag nicht zu tilten, ist in meinen Augen Friedensnobelpreis würdig, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe, glaube ich, einen Preis verdient, ja. Holy shit, was ein Scheißtag, ja.
Meine Güte. Wenigstens der, am Anfang vom Stream war es noch richtig lustig zu verlieren, ne? Da hatte ich noch kein Problem. Aber so nach 4 Stunden komplett aufs Fressbrett kriegen, da hört dann irgendwann der Spaß auf, muss ich mal sagen. Das ist das. Irgendwann ist dann Schluss mit lustig. Okay, wir dürfen hier nicht warden, ne? Weil der wird sich Sweeper holen und der sweept da sonst Tor. Welcher League-Streamer wäre dann immer noch am geeignetsten als Lead-Game dieser App? Leute, das wird euch vielleicht verwundern, aber nur weil man ein High-Elo-League-Streamer ist, bedeutet das nicht, dass man Ahnung von Game-Design hat. Das Spiel muss für alle Leute auf allen Servern fair und balanced sein. Das ist eine Mammutaufgabe, die niemand korrekt richtig machen kann. Das sind, die Leute wissen genau, was sie machen. Das sind hoch, also die sind sehr, 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 sehr gut. Auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt, das Balancing-Team von League ist extrem gut an sich. Natürlich passieren Fehler, aber wie willst du denn das machen? Weißt du? Ne, das ist auch kein Kappa und kein Joke. Das ist, was denken denn die Leute? Ne? Du hast Menschen, die spielen praktisch mit den Füßen in Iron. Und dann hast du andere Leute, die spielen ihr gesamtes Leben League of Legends. Die stehen auf und denken an League. Die gehen schlafen und denken an League. Die sind League den ganzen Tag. Und du musst das für alle fair machen. Dann hast du Leute in Korea. Ne? Korea, die spielen 10 Minuten voll aufs Fressbrett. Dann hast du Leute in, was weiß ich, Europa, die erstmal 40 Minuten farmen und fiestern. Wie willst denn du das balancen? Was stellt ihr euch denn vor? So. Okay. Mitte ist missing. Könnt ihr hier in Wilden sein? Stay mal aufpassen, ja. So. Ja, jetzt alle Ruhe. Oh, ich krieg den Kern, ne? Schade. Oh, schade. Wenn er noch hinter den Türen gekommen wäre, hätte er sogar überlebt. Ruhig bleiben, ja? Das fängt schon wieder terrible an. Der Talon ist schon wieder gefeedet. Oh mein Gott, Mates, please. Was machst du denn jetzt hier, Irelia? Was ist das denn? Oh. What are we doing, my friends? Ist jetzt schon wieder 0-3, eh? Vielleicht ist es doch das nächste Game erst, oder? Oh mein Gott! Alles gut. Unser Nexus wird gepinkt. Unser Nexus wird gepinkt. Die wollen schon open callen. Guys, I don't know what I can do. I really don't understand what I did wrong. I'll show them the meaning of apathy. Or not.
Da. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich würde es gerne probieren. Schade. Ich glaube, da kann ich sie erwischen. Trotzdem natürlich bitter, die Ulti da so auszugeben. Wir müssen halt für Risiken gehen jetzt wieder, weil wir jetzt schon wieder fucked sind. Talia kann hier runterkommen. Ja, guys, please. Okay. Wie Gott ist, wie Gott ist. Ich kann das carryen, ich bin Vex. Can, when, don't, tilt. Der Jungler steht 0-3-0, der genische Jungler 4-0-0. Okay, schnell zu lehnen. Findest du den Alt-Chat-Remove irgendwie unnötig? Ehrlich gesagt schon, ja. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich finde, 99% des Tilts hat nichts mit dem Alt-Chat zu tun, sondern ist alles Team-Chat, ne? Kleine Jungle Diffy hier am Start, ne? Kleine, klitzekleine Jungle Diffy. Wuhu! Diffy in the Jiffy, oh yeah. Vielleicht kann ich es trotzdem carryen. Ich werde sehr stark werden hier, whatever. Die Gegner sind sehr relativ squishy. Nein, nicht sehr squishy, aber relativ squishy. Talia könnte hochroamen hier. Ich könnte auch probieren zu covern, aber. Ja, dann gehen wir einmal hier wieder vorsichtig Richtung Mitte. Okay, schön ruhig bleiben. Die werden jetzt alle Bot gehen. Das Problem ist, eigentlich kann ich hier nicht lang gehen, weil die Wahrscheinlichkeit zu sterben sehr hoch ist, wenn der Talon hier irgendwo ist. Mal schnell nehmen. Sehr gut. Wir werden vielleicht für unsere Top-Seite gehen, ja. Oder sie machen einfach Herald, maybe. Vielleicht können wir unten für was gucken. Lass uns einmal schnell nach unten flitzen. Dying Normie. Einmal kurz back to base, ja? Ja, unser Team steht bereits 1-14. 1-14. War nicht mal schlecht. Ihr spielt super, Jungs. Ihr spielt echt voll super. Viele Fehler hier. Es tut mir leid, Team.
jedes Game. Ich werde jedes Game getrollt. Das ist so disgusting. Mein Gott, oh mein Gott. Alles gut, ich hab das, ich hab das. Yesterday you said tomorrow. But tonight. Bitte ein. Nehmen wir uns das hier einmal kurz. Rip. Ich hab noch nicht mal Mana-Flow-Band fertig gesteckt, ne? Nee, der Talon trappt hier irgendwo. Ich glaube, der kann mich instant one-hitten. Unser gesamtes Team ist schon AFK. Wartet in der Base. Eigentlich noch nicht das Ganze, nur die Yumi ist AFK. Ja, not bad. Gehen wir mal wieder hier Richtung Mitte. Wir sind sehr stark. So ein Fan von Earth? Nicht wirklich, ne. Ich finde, das macht ab und zu mal Spaß, aber wenn du das die ganze Zeit spielst, das verliert extrem schnell an Spaßfaktor. Ich glaube, wir gehen direkt nochmal Top-Ganken, ja. Wir müssen jetzt einen sehr roam-aktiven Playstyle nehmen und wir müssen auch Majays bauen unbedingt, ja, als nächstes. Anders können wir nicht mehr gewinnen. Danke, Iridion. Hat den Stun über die Wand verfehlt. Und jetzt endet sie rein. My bad, Dom. My bad. Wir haben aber Kane mit Yumi. Also, wow. Nice. Der Griff ist actually in die Ezreal-Ult gelaufen. Really good. My bad. Okay. Nur noch Captain Teemo kann die Stimmung aufhellen. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendwas mich hier retten kann, ehrlich gesagt. Aber wenigstens spielen wir gut. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Also, natürlich, man kann immer besser spielen, aber das ist einfach, also heute, jedes Game Disaster, Guys. Und das ist okay. Ne? Es werden auch wieder bessere Tage kommen. Ah, das kann actually sehr gut werden, ja, by the way. Ah, schade. Werde ich nicht gehen dürfen. Jetzt ist die Katze leider auch noch tot. Nein, Schöneur! Nicht du! Na, ein gutes Coup von ihm da. Aber an sich ein guter Fight. Und ich habe 1000 Gold bekommen. Der ist jetzt immer noch 700 wert, ne? Vergesst das nicht. Wenn wir den jetzt nochmal kriegen, ich hatte ja bei dem Fight nicht mal Dings ab. Das ist jetzt ein Comeback, Majays. Wir brauchen direkt einen Sonjas, um den zu protecten. Und wenn wir jetzt einen guten Fight kriegen, so wie den gerade, können wir es noch carryen. Das wird von Game zu Game immer schlimmer. Yeah, buddy! So. Ich meine, das war jetzt wirklich wieder ein Totalausfall, das Game. Aber von denen hatten wir auch schon viele heute, von daher. Hast du die Wave stehen lassen? Oh, cool. Ey, du spielst super, Ken. Nimm ruhig den ganzen Farm. Ja, wunderbar. Gibt es Kombos auf Wex, dann machst du Ult, dann machst du, während du fliegst, dein W. Und dann machst du dein E praktisch pretty much auf deine Stelle und coost. Also mach ich's, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ehrlich gesagt. Oh nein, den darf ich nicht verfehlen, ne? Hutsch.
Are we winning, son? So. Da, dass ich meine Ulta verfehlt habe, das war sehr bad. I mean, wir können legit gewinnen, ne? Der Graves ist ein bisschen schwer, aber ich bin so stark schon. Ich habe leider meinen Flash aber verloren, was nicht so gut ist. Joink. Kann versuchen zu baiten hier, Mimi. Ah, okay, jetzt hier rein. Jetzt gehen wir mal kurz back to base. Wir müssen die Talia unbedingt mal killen. Stellt euch vor, ich hätte die Ult noch getroffen. Das wäre so huge gewesen, ne? Die Drakes haben die ersten zwei. So. Der ist 800 Gold ist der wert und Stacks. Ich muss jetzt die ganze Zeit über die Sideline laufen und da halt Kills holen. Genau so wollen wir spielen. Hier will ich wahrscheinlich nicht gehen, ne? Nee, ist mir zu risky da. Wir haben Harold genommen, wie wär's hier mit der Talia? Kann man ein Wort, ein Control-Wort? Das ist auch ein Control-Wort. Wie viele Control-Bots sind denn hier? Ja. Okay. Schön ruhig bleiben hier. Und so füllen wir jetzt Schritt für Schritt unseren Mages auf, wisst ihr? Wir füllen jetzt Schritt für Schritt unseren Mages auf mit genau dieser Strategie hier. Wenn wir dann noch einen Kill auf die Talia bekommen, weil die ist 1000 Gold wert ist, ja? Wenn wir die kriegen sollten, wäre es so huge. Das Problem ist, dass die mich natürlich instant one-hitten kann, ne? Ich geh die einfach unklug hier farmen. Gesehen, ne? Okay, da können wir leider nichts mehr machen. Aber wir können hier einmal kurz resetten und dann können wir wieder für einen Kill schauen. Hier oben vielleicht. Das sieht nach einem guten Setup aus. Oder vielleicht können wir in der Mitte nach was gucken. Wir müssen jetzt halt einfach immer wieder nach Kills gucken. Hier Mitte zum Beispiel wäre gerade gut. Das ist terrible, dass ich die Ult verfehlt habe. Oh, schönes Crew da hinten. Ich kann carryen. Maybe. Can I maybe carry? Ich muss halt die Ults treffen. Die werden jetzt einen Nash bekommen, die Gegner. Hat er bis jetzt schon mal gewonnen? Nein. Das ist tatsächlich einer der schlimmsten Losing-Streams, die ich hatte. It's a rough day, guys. It's a very rough one. Ja, wir haben bis jetzt noch 0 Siege acquired. Genau 0. Als nächstes müssten wir Rabadons gehen hier, würde ich sagen. Meint ihr, ich habe schon genug Damage, um die zu killen?
Ich glaube, ich soll es probieren, oder? 8 Sekunden. Ich meine, wir müssen einfach jetzt hier für so kleine Flippidies gehen. Was machen wir sonst? Hat die Exhaust? Ja, die spielt leider Exhaust, ne? Noch mehr Stacks. Dann habe ich nicht mal genug Damage, um den da zu one-hitten, ne? Selbst mit Ulti nicht. So. Wie schnell heizen sich der wieder full life? Der Graves. Greedet leider nicht, ne? Ja, greedet leider. Wer kommt da? Oh, das ist Graves. Fuck, hoffentlich weiß der nicht, dass ich hier drin bin. Oh, actually? Das ist doch was, ne? No way for you, the new Maggie Phoenix. Nimm 20 Mayday Sex. Da oben sind leider 4 für den Gegner. Okay. Da unten ist der Graves und die Rell. Ist der schon tot? Ja, der ist schon tot, okay. Dann lass uns lieber Mitte für Levi gehen. Okay. Schön ruhig bleiben hier. Die Gegner haben schon 3 Drakes. Das heißt, den nächsten Drake muss ich dann einen guten Fight einfach finden. Ich bin auch leider underleveled, ne? Weil ich ja die ganze Zeit rumlaufe und versuche irgendjemand zu one-hitten. Okay. Schade, wenn ich Ultimate Hunter hätte, könnte ich so viel mehr machen, ne? Aber mein Cooldown ist leider einfach zu lang hier. Cooldowns sind einfach zu lang. Das ist der Talon, das ist der Jungler von den Unicorns of Love, ist das. Der Jungler von den Unicorns of Love. Wie stark ich weghalte, ich glaube, die ist ziemlich broken. Nicht broken genug für dieses Team, aber... Actually, wenn ich irgendwie den Fight meines Lebens spiele oder so, maybe gibt es irgendwie eine Chance, das zu gewinnen. Wir könnten zum Beispiel schauen, ob wir hier oben die Talia vielleicht catchen können. Sieht nicht danach aus, wir sind in Mitte. Desaster, I think. Ja. Mein Weg kam auch nicht mehr raus. Hätte ich wenigstens noch das Ignite gezündet auf sie, ha? Ist das schon Game? Oh, das war ein schöner Engage von der Rell. Das war leider ein sehr, sehr guter Engage von der Rell. Da hat uns Core JJ ordentlich gehopst.
kam leider nicht mehr zum Flashen. Ich habe die ganze Zeit W gespammt, aber leider Magnetic Storm, ne? War das? Ja. Ich befürchte sehr, sehr düstere Dinge hier für den GBL-Abuser. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr durchkommen, ha? Ich bräuchte unbedingt Level 16. Mit Level 16 geht der Cooldown nochmal massiv runter. Das wäre so wichtig für mich. Wir werden jetzt für Nash gehen, aber ich glaube, wir müssen Nash fighten. Ansonsten haben wir eh verloren. Die gehen da auch hin, die waren noch nicht basen. Jetzt so ein paar schöne Catches fahren oder so. Dann kann da doch noch was werden. Noch kein Sonnenjass hier, aber. Weißt du? Mittleres Desaster hier. Ich brauche doch irgendwo ein Water. Müssen Mitte deffen, die werden wahrscheinlich eher für einen Finisher, ne? Schade. Ich hab das W von der Dings nicht gesehen, von der Kaiser. Nee, Ezreal hat mich vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass ich ihn bitte nicht inten soll. Das ist Los Nummer 8, glaube ich, ne? Ist es 7 oder 8? Ich glaube, das ist Los Nummer 8. Okay. Das war ein sehr schönes Game von uns. Ab fürs nächste, ne? Wir sind heiß, ja. Wir sind heiß. Hm. Ja, was mit einem neuen Game? Soll ich von League ab... Na, so weit bin ich noch nicht, dass ich mit League aufhöre. Das ist heute einfach ein sehr unglücklicher Tag, wisst ihr? Es ist einfach ein sehr unglücklicher Tag. Aber ist drauf geschissen. Heute können wir mal wieder einen langen Stream machen. Und dann geht halt der eine Account jetzt. Es ist, man muss viel spielen, wisst ihr, um besser zu werden. Um ein Gefühl für die Meta zu bekommen, so ein Gefühl zu kriegen, was geht. Ne? Ich war ja im Urlaub. Na, das tut jetzt sehr, sehr weh. Aber es kann, also ich meine jetzt, die letzten Games war ich sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und mehr kann man, glaube ich, nicht verlangen, weißt du.